Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur großen Revanche. Maxim hat mich im ersten ziemlich deklassiert, danach hat er mir mal erzählt, er guckt seit Jahren einen YouTuber, der Guides macht zu Age of Empire. Ja, so ganz grobe Guides. Ganz grobe Guides. Haben natürlich überhaupt keinen Einfluss darauf gehabt. Nö. Und wir verlieren diesmal nicht unsere Sucheinheit direkt am Anfang. Das ist so ein bisschen der erste Start. Oder der erste Plan. Ich kann auch nochmal die Sucheinheiten gegeneinander kämpfen lassen, habe ich kein Problem. Einer vor allem. Nee, das hat echt richtig wehgetan. Ja, aber ich muss sagen, die Kartenaufteilung war hier echt fair. Also die haben halt wirklich so eine 50-50-Karte. Ja, die war übel fair. Das Problem war halt nur, ich konnte halt die Karte nicht sehen. Als du dann von Relikten gesprochen hast, ist mir erst eingefallen, dass es die gibt so. Maxim war einfach auf einem ganz anderen Age of Empire Level. Ja. Und dann habe ich die gesucht und dann habe ich auch noch zwei gefunden. Also es gab die auf jeden Fall, auch für mich. Da war nichts Unfaires im Spiel. Ich habe sie halt wirklich nur einfach kein Stück gesehen. Kein Stück entdeckt. T-Pop-Boy, ja. Birds of Ching. Ja, die Mongolen habe ich über gerne gespielt. Solche Sätze. Ja, ich meine, was ich gespielt habe. Kampagne, Junge, Kampagne. Du hast doch ja. Die Kampagne gezockt. Nee. Hä, bist du dumm? Wie kannst du dann sagen, lass Age of Empires spielen? Ja, weil es ein geiles Game ist. So, das hat man mal in den Beinen. Wie kannst du ein ganz geiles Game sagen, wenn du es nie gespielt hast? Ja, Maxim, ne? Nicht jeder hat so viel. Keine Ahnung. Wie bist du ein Vater geworden, wenn du den ganzen Tag nur drin warst und Age of Empires gespielt Junge, hast? Junge, da war ich 12. Ja, natürlich. Ich war 13. Nee, 96 kam das Spiel raus, war noch jünger. 96 war ich 3. Ja. Und ich habe da schon angefangen zu zocken. Da. Aha. Oh. Stell mal direkt davor. Na gut, du willst also mich chasen. Okay, interessant. Also wir gehen das ganze Risiko nochmal. Warte mal. Theoretisch bin ich aber Mongole und habe eigentlich so einen Bonus. Ich wollte dich eigentlich komplett trollen damit, weil ich habe halt Bonus-HP, theoretisch. Als Mongole, weil beritten, weißt du? Ja, klar. Bonus-HP, mein Arsch. Irgendwie keine Bonus-HP. Nee, du hast ganz am Anfang schon einen Hit kassiert gehabt. Nee, meine Gesamt-HP ist eigentlich auch niedriger. Jetzt habe ich wieder. Willst du mich verarschen? Aber diesmal ist es jetzt kein so ein tighter Fluss oder sowas, der uns trennt. Der quasi vorher so war. Ja, der war ja eigentlich auch ganz cool, ne? Aber war ein bisschen. War irgendwie cool, ja, aber hier ist irgendwie jetzt weird. Weirdo. So, ich bin jetzt die ganze Zeit Minion-Block, weil ich so eine dumme Mühle gebaut habe. Das war einfach ein Riesenfehler. Ich dachte, nee, du musst am Anfang echt Häuser bauen, du. Oh shit. Schon wieder. So, na gut. Wie ist, wenn du dich einfach mal verpisst? Ja, ich glaube, diesmal hast du den Early-Vorteil da. Also eindeutig. Also unten bist du gerade in Führung. Ah, ja, cool bin. Aber die Häuser kosten ja gar nicht so viel Holz. Ah, ich habe jetzt mit 100 Holz gerechnet. Ich bin ja ein kompletter Butters of Ching! Ein was? Kannst du auch noch mongolisch? Okay. Sie werden angegriffen. What the fuck war das? Ich hab ihn gekillt! Ich hab ihn zu meinem Dorf gelockt! Und dann hast du Leute drin, oder was? Ja. Ah, smart. Oh, du bist so dumm, das ist so schön. So, okay. Wenn ich jetzt das scheiß Haus fertig habe, kann ich endlich wieder weiter produzieren. Ich habe jetzt die ganze Zeit keine Dorfleute gemacht. Du hast jetzt echt einen riesen Vorteil. Also ich meine, du hast einen riesen Nachteil, weil du wieder deinen Dude verloren. Aber grundsätzlich bist du jetzt eigentlich gut dabei. Ja, fühlt sich noch nicht so an. Das ist ein Feeling jetzt, sagst du? Nee, nicht wirklich. So. Okay, so tschüss. Oh, dieses Gelaber von denen ist godlike. Das ist halt auch wirklich stimmungsmachend. Übelst. Da hast du mich jetzt gerade echt hart outplayed. Ne? So musstest du ja den ganzen Tag bei League gehen. Das ist ja übel Kacke. Ich bin einfach gedemütigt. So muss es dir den ganzen Tag bei League gehen. Ist eigentlich 10 von 10 witzig, muss ich sagen. Alter, das fühlt sich echt nicht gut an. Nee, das ist nicht schön.
Du bist halt schon wieder 50 Punkte vorne und ich verstehe nicht warum. Okay, bäh. Dass jetzt mich noch sogar nichts produzieren können. I don't get it. Ja, was ist denn das für eine komische Base? Ja, dass du mich da hingelockt hast und ich so dumm war, es ist auch noch geklappt hat. Ja, es ist einfach übel schön. Ich dachte auch, geil, wie dumm. Ja, das hätte ich mir auch gedacht. Ich verstehe es nicht. Du bist halt 80 Punkte vorne. Why? Ich bin Battles of Chung und du bist halt nur. Du bist halt einfach nur. Krass. Na, warte mal, den tötest du nicht. Oh, du hast hier alle da drauf gemacht. Ich hab noch bei 3 AP umgedreht, Junge. Ich war so ready dafür. Das war Battles of Chung, das Junge. Da war ich richtig bereit für. Myth, Ching. Ah, die Häuser sind übel billig. Das ist schon mal, macht mich absolut glücklich. Dachte ich, habe jetzt die ganze Zeit damit gerechnet, ich muss für ein Haus 100 bauen. Also 100 bezahlen, meine ich. Ja, ich habe das schon beim ersten Mal, als du es gesagt hast, verstanden. Aber es hat mich halt gemeint, blowed und gemeint, fucked. So. Das war halt gar nicht schön. Ja, finde ich. Hat mich auch hart getroffen, als mir das erzählt hast. War das auf Chung? Kommt schon. Macht schon. So, Leute, dann haut mal rein hier. Okay. Nein, ich bin ein dummer, trunkener Ficktat. Manchmal bodyblocken die sich schon sehr hart, muss ich sagen. Ich weiß auch jetzt wieder nicht so, was jetzt so das beste Setup ist, um Mars-Gebäude zu haben. Ich bin einfach fucking retard, ey. Ikea Goose Dream. Das Gelaber, ey. Das Gelaber. 10 von 10. Da. Baddest of Chung. Baddest of Chung. Ach, nicht schon wieder, Maxim. Oh, nee, das schaffe ich nicht. Okay, aber du hast nicht gefarmt währenddessen? Also, das also die Einheiten kosten hast du auf jeden Fall nicht wieder rausbekommen. Oh, das denkst du. Kleiner Mongole, Alter. Mongolen, rennt um euer Leben! Oh, das war gut, den habe ich weggemacht, ja! Und währenddessen ist dein Vorsprung auf 150 gestiegen. I don't know why! Weil ich die ganze Zeit Battles of Chung. Also fast durchgehend. Ich weiß nicht, das ist halt. Du weißt auch nicht, was das heißt. Doch, das heißt Battles of Chung. Okay. Ist halt echt ätzend mit dir, ne? I don't know. Du bist so kacke in jedem Spiel und jetzt demütigst du mich hier einfach. Aber ich bin halt auch schlau und du bist halt so dumm. Nee, das ist ja... Ich hab darüber nachgedacht, aber nee. Eigentlich bist du ja ein fucking Retard. Und ich bin halt übel klug und du bist halt so... Oh! Oh! Geil. Wilde Tiere oder was war dein Problem? Ja, mein Typ wollte... Oh, shit. Mein Typ wollte halt unbedingt gegen einen Wolf kämpfen. Ist er tot? Nee, der gegen Wolf gewinnt aber. Ist der Wolf tot? Wolf ist tot, ja. Schon mal besser als nix, ne? Eieiei, du hast es aber auch wirklich auf die Feudalzeit abgesehen, ne? Schon, ja. Was? Das war eine coole Zeit. Das ist in dieser Scheißzeit, wo du mich immer fixt. Okay. Diesmal schwierig. Aber du bist halt trotzdem immer noch vorne, obwohl du in der fucking dunklen Zeit hockst. Und I don't get why. I don't get a fuck. Oder so. Ja, aber warum? Was machst du denn gerade? Ich verstehe es. Ich muss mir auf jeden Fall, ich werde mir auf jeden Fall dein Video auch angucken. Einfach nur mein Kopf, damit mein Kopf nicht mehr so gefickt wird, ey. Ich werde einfach die ganze Zeit, wie, warum, was, wie macht er das? Naja, es gibt auf jeden Fall so ein paar Kniffe. Ein paar Cheat Codes. Ist auch mein Eindruck.
Ich wusste es. Was denn? Ist jetzt die Spackos kommen. They're coming. Mach dein Feld kaputt, Junge. Mit Schwert. Oh ne, warte, das wollte ich gar nicht. Vertreib dich einfach mit meinem Bauern. Mit meinen Bauern. Du bist einfach der most annoying. Der most annoying Retard ever. Ja, schon. Ja, ich brauche halt echt mehr Food, du. Ich glaube, ich habe jetzt wieder so einen kleinen. Das hast du das letzte Mal auch gesagt und dann wurde es einfach für mich immer schlimmer. Ja, ist einfach noch irgendein fauler Hurensohn? Ja. Rein, ne? Wie ist passiert die ganze Kacke hier immer? Ich verstehe es nicht. Es ist halt wirklich so annoying. Heißt, wir werden angegriffen? Wo denn? Werde ich angegriffen von dir? Ah, ich werde angegriffen von dir. Ikea, Goose dreht. Könntest du ein bisschen weniger abfucken? Ist es irgendwie in deinem Bereich des Möglichen? Oder ist das impossible? Alter. Fast hatte ich ihn. Ist das jetzt Kiten? Das Kiting ist aber wieder 10 von 10. Ah, der gewinnt dort auf jeden Fall. Der geht in die Base. Nein. Ja. Wir sind dumme Nutten, Alter. Wir sind halt. Hauptsache, wir erneuern uns gegenseitig so sehr, dass nichts mehr geht. Das ist das einzig Sinnvolle. Maxim, ja. I hate you, ne? Ich meine, ich liebe dich ja wirklich. Und du bist auch echt besser in dem Spiel als in anderen Spielen, wo du immer so reinzackst. Das ist ja echt schön und ich freue mich persönlich für dich, aber verpiss dich. Aber verpiss dich aus deinem Leben. Komm nie wieder. Es ist halt so ätzend. Es ist eh Bob Baya. Das ist halt, das sage ich halt den Leuten fast die ganze Zeit. Ja, die Leute sagen das fast dir die ganze Zeit, oder? Warte mal. Käme. So, ich brauche auf jeden Fall wieder ein paar Units. So, okay. Du baust hier oben noch eins und du baust hier noch eins und dann noch das. Du baust hier noch eins und da bauen wir noch eins und da bauen wir noch ein paar Units. Ja, komm, bau du da noch eins. Oh, noch vier von denen. Jetzt haben wir auch gleich geforscht. Ja, ah, können wir machen. Ah, da ist seine Festung. Okay, ja. Deine Festung ist ja so cool, hätte ich eine Festung hätte, Junge. Ich kann mir vorstellen. Stattdessen habe ich nur Epopo, ja. Amramindo. So, Forschung. Schaut garantiert wieder irgendwo einer voll rum. Natürlich. Einzig, was die können. So, läuft immer dahin. Ja, dann. Oh, komm. Hier geht jetzt mal hier. Davon können wir noch zwei. Ja, da geht noch einer. Ja. Oh, mich nochmal. Okay. Das, was ich gedacht habe, ist ein Vorteil. Muss ich erst forschen? Oh, das hätte mir ja ganz schön das Game gekostet. So. Das sieht ja gar nicht gut für deine Leute aus. Ja, das war nicht gut, auf Ritter zu gehen. Ah, warum kann ich nicht die fressen? Oh, dann muss ich jetzt meine Forschung nochmal abbrechen. Maxi Markov, Alter, ne? Jetzt kriegst du Maxi mal aufs Maul, ey. Ja, es ist nicht aufgefallen. Okay. Ja, ist ja dumm, dass du das Ding hier angebaut hast, ne? Ja, nö, das passt eigentlich. Ich meine, du warst ja ungefähr in einem Tag fertig. Ja. Okay. Du setzt jetzt also meine Taktik gegen mich ein, na gut. Deine Taktik, ne? Ich baue Truppen und fuck den anderen ab.
du immer noch Taktik? Nee, Maxim, das wird nicht klappen, was du da gerade vorhast. Ja. Ich habe eine Idee, was du gerade machst. Und die beunruhigt mich sehr. Ja, das würde mich auch beunruhigen. Dann. Ja. Shit, shit, shit. Boah, Alter, der hat fast one-shotted. Du machst halt kein Damage oder sowas, ne? Ja, da machen wir relativ wenig. Sind ja nicht mehr Ritter. Wenn es Ritter wären, würden sie ja Damage machen. Gott sei Dank sorgt diese Nachricht, sie werden angegriffen, gar nicht für Panik, ne? Ja, nö, die ist nicht sehr beruhigend. Ja, na gut. Wir werden ganz cool. Bist ja super cool. Ja. Super coole Einheit verloren. Ach, Maxim. Das ist schön. Ja, aber das ist okay. Ich meine, das Gebäude wollte ich eh nicht haben. Ein Stall? Wer Ein braucht Stall. Das schon? Wer braucht schon einen Stall? So, okay. Du bist faul. Du machst jetzt hier mehrere Sachen. Machst du das? Es fühlt sich so viel besser an, wenn man nicht die ganze Zeit theorisiert wird von dir, Alter. Ja, kommt noch. Es kommt alles wieder zurück. Maxim, du kannst viel reden, aber du kannst leider nicht viel spielen. Die Mongolen, die brauchen ihre Zeit. Late-Game-Mongolen, sagst du? Ja, komm was late. Noch echt mehr von denen hier. Okay. So, okay. Okay, so läuft das also. Okay. Du wirst noch dein blaues Wunder erleben. Ist da irgendwas Krasses, was ich nicht weiß? Oder irgendeine krasse Einheit, die mich so richtig hart ranlegen kann? Na, es kann... Oh nein, ich habe mich verklickt! Alle wollen jetzt das Feld reparieren, no! Boah, das ist ja der... Das ist halt GG, so. Boah, das ist halt wirklich GG. Und sich alle wieder zurück zu den Feldern schicken. Holy shit, das ist ja übel bitter. Okay, die Taste kann ich euch nicht empfehlen, Leute. Okay. So. Kann noch jemand fahren? Oh ja. Dafür, dass ich Bonus-Damage gegen Schützen haben soll, halten die aber ganz schön viel aus, deine Leute da. Ach du Kacke, das ist ja komplett ritzig. Dich habe ich jetzt komplett gebastelt, Junge. Das ist so einfach ging. Ich hab die einfach gekeidet, die so ein Geist. Ja, aber warum ist das Problem hiervon? Gut, okay. Das, obwohl ich mich verklickt habe, wie willst du das? Eieieiei, das ist natürlich jetzt ziemlich kacke. Jetzt habe ich auch noch die gebaut, die ich gar nicht bauen wollte. Tja, da habe ich noch keine Ahnung, wie ich das lösen soll.
weiß gar nicht, wo gar nicht deine wichtigen Gebäude sind. Ich habe keine wichtigen Gebäude. Mir ist alles ersetzbar. Boah, das wäre jetzt richtig teuer, ey. Boah, du kleiner Ficker. Du meinst teuer im Sinne von mit übelsten Punkten bezahlt, ne? Ja, das Scheiße, ist halt... ich brauche ein Haus. Das sind halt nur die Truppen, die man da verliert, ne? Da hatte ich halt gerade in dem Moment einen kleinen Patzer. Ein Lag. Naja, da habe ich... Mein Brain Lag. Habe ich mich zu viel darauf verlassen, dass ich dich vorher schon erfolgreich eingeschüchtert hatte. Can't einschüchtern, God. God of Forschung und Units an sich. Du bist halt schon anstrengend, ne? Geht, ne? So eine Mühle ist mir halt echt egal, ne? Alter, warum machen die denen denn so viel Schaden? Junge, Forschung! Ja, aber das ist doch wirklich lächerlich. Wie viel Damage die gerade gemacht haben. I need a solution. Da. Wait, hä? Das ist schön. So. Okay, ich glaube, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen recovered. Tja, ich glaube, ich habe mich nicht so gut recovered gerade. Feldgeräusch ist so unfassbar laut. Man, das ist jetzt die 2. Mach ich mal hier. Und das ist die 3. Und das ist die, vor allem, dass du die ganze Zeit weiter produzierst, fickt mich halt gerade ein bisschen hart, ne? Alter, die KI läuft halt auch einfach nur im Kreis hier. Fragen, wer durch die Scheiße gerade mehr verliert, aber sieht ziemlich stark nach mir aus. Alter, das kriege ich halt nicht gebacken, ne? Deine Units ziehen übel schnell Aggro. Alter, das ist halt, ich krieg's halt echt nicht auf die Reihe. Alter, warum laufen die denn da lang? So einen vernünftigen Weg. Nee, geh mal lieber raus. Sind jetzt einfach mal hier? Hold Position oder so? Okay, das war jetzt ein bisschen besser. Das sagt halt immer noch massiv Balls, das Ganze, Alter. Holy shit. Die Pferdeproduktion, die. Aber wenn das klappt, wäre das natürlich nicht gut für mich, ne? Weiß es nicht, ich glaube, du lügst mich eher an und trollst dich. Ah ja, genau, das machst du nämlich. Okay, also der Angriffsbefehl funktioniert schon mal gar nicht. Nee. Jedes Mal, wenn man klickt, verliert man 1000 Units, oder? Ja. Klicken ist größter Fehler, den man hier machen kann. Ja, das ist halt wirklich so. Alter, aber du hast trotzdem gewonnen, obwohl ich einfach dich perfekt umlaufen hab, ey. Naja, gut, ich habe halt Hardcounter, ne? Aber du hast doch Schwertkämpfer.
Ja, Schwertkämpfer sind irgendwie halbwegs solide, so, die machen ihr Ding. Aber ich habe die Pikeniere. Pikeniere sind einfach nur, Alter, ich mache hier übelsten Shit. So, also hätte aber bei den Pikenieren bleiben sollen, glaube ich. Na gut, aber das ist halt das Ding so, du musst halt auf das reagieren, was halt der Gegner macht. Ja, ja, das habe ich ja, aber du hast ja quasi, ja, egal. Also ich dachte quasi, dass wenn ich Pikeniere mache, du ja nicht mehr auf Reiter gehst und dass ich dann quasi weitergehen kann, ohne gepunished zu werden, weißt du? Ja. Aber du hast irgendwie trotzdem Pikeniere gebaut. Aber ich glaube, ich wollte quasi die normalen Reiter überspringen, um halt möglichst schnell bei den coolen zu sein. Aber das hat sich auf jeden Fall nicht ausgezahlt. Moth-Ching. Das hat sich nicht ausgezahlt, das Ganze hier für mich. Ich habe auf jeden Fall deutlich viel zu viel Holz. Ich brauche echt mehr Essen da. Zu viel habe ich gerade von relativ wenig Sachen. Ich glaube, ich mache mal Rechtsklick auf den hier. Okay, okay. Wo ist denn hier mal so ein Relikt? Wo ist das Problem? Eieiei. Okay. Ach, ihr wisst jetzt alle nicht mehr, was ihr vorher gemacht habt, ne? Wie, das Scheißding schießt nicht so weit? Tryhardet auf jeden Fall. Das Tryhardet überhaupt nicht, Alter. Noch mehr zum Spaß. Nichts. Ich brauch deutlich mehr Gold, ey. Deutlich mehr Gold. Also das verstehe ich ja nicht mit dem stehen bleiben. So, oh, stehen bleiben. Das ist halt gerade. Ja, ja. Aber einige Leute immer sagen, Maxim, natürlich hast du kein Gold. Brauchst du auch die ganze Zeit Scheiße. Du hörst sie quasi schon reden, wa? Ja. Aber. Es sackt halt echt hart gerade für mich. Aber ich habe mit dem Surrender tatsächlich geliebäugelt. Aber ich glaube, man kann sich von sowas schon erholen. Aber 101 ist halt das Problem, wenn du einmal vorne bist, ist halt GG, ne? Ja, glaub nicht. So GG ist ja gar nichts, glaube ich. Alter, mein Gold ist halt terrible. So, ich muss jetzt hier irgendwo Gold abbauen. Das ist ja annoying as fuck. Ich habe halt nicht weiter erkundet. Ja, die Runde ist ja jetzt gerade auch ein bisschen neu. Durch, sagst du das? Nein, bist verrückt. Okay. Okay, dann. Ich weiß, was ich brauche. Einfach nur zu annoying, um vernünftig Sachen zu forschen. Weil du einfach nur ein kleiner Pisser bist. Ein kleiner Pisssohn. So. Ich muss ja echt mehr erkunden, aber ich trau mich nicht. Ich weiß nicht, wie gut der Scheiß ist, den ich jetzt hier gerade hole. Alter, dass die einfach einen fucking Bauarbeiter nicht gekillt kriegen, ne? Ja, doch, ich glaube, der hat den gekillt. He did it. So.
Bisschen bei Battles of Chin. Okay, okay. Alter, wo ist der Markt? Junge, ich verkaufe jetzt so viel Holz. So. Markt ist das Beste, so. Das ist einfach wirklich beste Einheit im Game. Das ist ja scheiß Markt. So, okay, okay, okay. Da haben wir das jetzt. Wo ist der Typ? Ist der Typ tot? Das weiß ich gar nicht. So viele Units. Wir haben hier einen grausamen Tod. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob das worth wird hier, was ich mache. So, mach mal hier, mach hier mal hier mit. Ihr baut hier mal noch eine Holzfelleritas hin. Den hier. Okay, wir haben, ich würde sagen, wir haben das Problem nicht gelöst, sondern eher verschoben. Klassische Verschiebung. Ey, wer denn? Wow, ist er den wirklich gekillt. Echt? Okay, deine Festung hat deutlich mehr Range als vorher. Oh. Das überrascht mich. Ich enttäuscht es. Ich denke mir, nee. Ich denke mir, warum tust du das? Na, du musst wieder Häuser bauen. Ach scheiße, haben wir hier Einheiten damit? Irgendwo schon, aber es sollte eigentlich noch relativ weit weg sein. 300, glaube ich. 300? Ja. 300, wusste ich jetzt nicht, dass es geht. Ja, 300 ist unser Limit, so. Du kannst das quasi machen, wie du willst. Ach, Maxim. Was ist los? Es ist halt eine angespannte Situation für mich. Für dich? Du bist doch voll am Chillen. Warte mal, was habe ich jetzt getan? Ich habe gerade Stein verkauft, ob ich Stein kaufen wollte. Ja, bei der Soft Chung. Eieieiei. So, das ist nicht gut. Auf jeden Fall nochmal davon welche. Und das, ich glaube, das ist jetzt meine Lieblingssache, ja. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach davon welche. Okay, langsam habe ich, glaube ich, wieder eine halbwegs ordentliche Produktion. Wenn ich immer noch sehr unsicher bin, was Gold angeht. Weiter ich habe halt echt eine unangenehme Ausgangslage. Ist ja immer noch gebaut. Fällt es im Arsch. Ist mir egal. Ein paar von denen. Ich weiß nicht, was so, du kannst, du fettes Stück. Hoffentlich kannst du was Gutes, Alter. Manchmal hat man so Spezialeinheiten, also zumindest bei mir, weil ich das Spiel nicht so viel gespielt habe. Ja. Spezialeinheiten, wo man sich einfach denkt so, I don't know. Bist du Gold wert? I don't know what you do. Ich meine, du siehst geil aus. Aber was weiß ich, was du kannst. Bist du auch worth? Ah, ich hab Gold gefunden. Oh, finally, nach 100 Jahren, Alter. Hast du dein Goldding schon abgebaut, oder was? Close. Okay. Wir müssen halt. Wir haben zurzeit nur zwei Optionen. Ich glaube, das hier ist die bessere von den beiden. Ah! Festung töte den Wolf. So. Okay. So, das hätte ich halt schon vor 10 Jahren machen müssen. Ich bin so ein Idiot, oder? Okay, lösen wir das Ganze mal so. Das. Boah, Maxim, ne? Was ist los? Ich weiß nicht, das ist einfach. Hast du gewusst, dass man, wenn man Nahrung verkauft, das am Anfang übelst sick ist? Ja, aber dafür wird es ja immer weniger, ne? Ja, aber der Anfangswert ist halt broken, so. Es kann auch sein, der geht ja auch höher, wenn du Nahrung gekauft hast. Also, wenn du vorher scheiße warst,
belohnst du dich jetzt quasi dafür, dass du kacke warst. Ja. Okay. Ich weiß halt wirklich nicht. Ich brauche jetzt einfach nur noch Gold. Er braucht schon Nahrung. Nahrung ist was für die Dummen. Okay. Vielleicht kriegen wir das sogar hin, dass das so weitergeht. Das hier war auch noch so eine Idee, die ich hatte. Okay, man kann auf jeden Fall Mönchen keine Befehle geben, die irgendwie durchgehend sind. Ah, das ist das Tribog, ne? Was ist das? Ach, das ist deine Mongolenburg, ne? Meine Mongolenburg, ja. You're right. It's the Burg of Mongolen, so. Kann dagegen nichts sagen, aber es ist eine Mongolenburg. So, der hier hat schon ungefähr sein 100. Haus gebaut. Das ist einfach noch Captain Häuserbaumain, so. Vielleicht klappt das ja. Ich weiß nicht, von hier ist das wahrscheinlich zu viel verlangt. Aber ich würde es trotzdem probieren, ne? Zeigt natürlich schon so ein bisschen die Verzweiflung, ne? Aber... You don't need to verzweifeln. So. Deine Arbeiter gucken einfach zu, oder was? Diesen Geschehen. Oh, ich sehe deine Verzweiflung. Ich werde sie abschießen. Ah, ja, gut, bei der Burg kommt er nicht durch. Tja, ich weiß wirklich nicht. Du weißt es nicht, ne? Ja, ich glaube, ich hätte einfach mega viele Tribox, was auch immer, selber dahin donnern müssen, weißt du? Okay. Und dann damit quasi deine Armee stoppen, indem ich die einfach selber hab. So geht's ja jetzt auch nicht, ne? Da ist ja noch eine. Ja, ja, ich muss erst die zweite töten, das reicht. Das You're ist right hier, about that. Das ist ja hier alles immer noch, ne? Ja, alles hier noch Strategie. Ja, halbwegs, ne? Hier und da ist es schon bei mir Verzweiflung, aber... Strategie ist immer noch ein großer Bestandteil des Ganzen. Großer Bestandteil von Verzweiflung. Ja, ich muss jetzt hier echt meinen Units Platz machen. Wenn die dich nicht angreifen. Okay, ich weiß, dass es gerade ein Luxusproblem ist, aber... Das ist ein Problem. Okay, wir kriegen die Lage mehr und mehr unter Kontrolle geführt. Allerdings ist der Punktestand mittlerweile bist du 3000 und plus und du kommst halt einfach nicht rein und ich verstehe nicht warum. Weil du könntest ja jetzt einfach rein joggen. Ich muss erstmal die Festung wegmachen und dann jogge ich glaube ich rein, ja. Dann mach mal das, was du wolltest. Deinen Tod. Vielleicht ist das hier der... Wie viel Festung hast du gebaut? Ja, wie, was soll ich denn sonst mit meinem Gold machen? Der übelste Festungs-Junkie, Junge. Okay, bitte, dass es da einen Zugang gibt. So, also. Meine Einzel-Unit ist wirklich groß jetzt mittlerweile. Es freut mich voll für dich, mein Glückwunsch. Aua. Aua, Alter, die machen ja richtig Schaden. Aua, aua, aua. Hast du schon wieder Häuser von mir gekillt? Ach nee, die Burg gibt dir 20 Nahrung, deswegen kann ich keine... Nein! Was denn? Ist ein Joke, oder? Was denn? Oh nein. Ich hatte auch eine coole Taktik, aber die funktioniert nicht. Wieso? Was willst du machen? Die Idee war, dass ich habe Schiffe gebaut und wollte dich quasi von See aus beschießen. Nein. Aber das Problem ist, dass dass das nicht funktioniert, weil die... es gibt ein so ein Mini-Landstück, was genau da ist, wo meine Schiffe lang müssten. Und ich habe das nicht gesehen, weil ich die Karte nicht so weit erkundet hatte.
Und ja, jetzt würde ich sagen, sind die useless. Ja, dann mach spannend, doch mal. Ob deine Viechter da irgendwie durchkommen. Was für Viecher meinst du eigentlich die ganze Zeit? Deine Pferde. Ein Elefant meine ich. Oh, was ist das denn? Ist wieder eine kleine Burg entstanden, ne? Wieder. Dass wir das jetzt ja auch nicht nehmen. Na doch, ich werde sie auf jeden Fall nehmen, so. Ja, aber ein bisschen was kann ich ja währenddessen auch noch machen, ne? Der eine Triburg steht auf jeden Fall ein bisschen weird da. Aber vor allem, ich kriege ihn ja trotzdem nicht tot, ne? Ja, die sind halt terrible, ne? Die sind halt wirklich terrible. Alter, du hast einfach nur Fernkampfwaffen. Ja, ein paar, ja. Jetzt bin ich gespannt, was passiert bei meinen Rittern, Alter. Die werden jetzt auf jeden Fall... Alter. Ja, so ein bisschen Nahkampf ist halt auch okay, so. Das war der Grund. Auch nicht also, durchlich. Völlig dumm. Aber es ist halt, alles Hardcounter, ne? Ich habe halt Pikiniere mit Belagerungswaffen. Alter. Und, also das ist halt das Einzige, was cool ist in den Mongolen. Die können halt die Belagerungswaffen übelst weit upgraden. Ja, und da, weißt du, sowas habe ich ja kein Pein. Dann denke ich mir, komm, heute spam ich auch mal Ritter. Dann sind Belagerungswaffen ein Hardcounter zu berittenen. Nee, zu Masse. Das ist, also generell ist Belagerungswaffen eine Late-Game-Strategie. Ich meine, was, du kommst halt an und verlierst erstmal 80% aller Units. So. Ja, ja, ich verstehe das Prinzip schon. Ah, ja, ja, das ist auf jeden Fall tricky, ne? Also man merkt einen gewissen Erfahrungsmodus schon. Aber ja, vor allen Dingen 3000 Punkte zu 8000, oder? Ja, ich war halt am Anfang vorne und dann habe ich diesen einen Fight verloren, weil ich dachte, dass meine Schwertkämpfer schon in der Lage sind, Fernkämpfer, wenn sie rankommen, zu zerstören. Du hast ja wirklich viele Schiffe gebaut. Holy shit, bist du krass. Ja, das hat leider nicht Ah, da unten ging es nicht weiter, ne? Das hat das kleine Stück! Das Stück war der größte Spielverderber. Vor allem sieht nicht mal nach einem normalen Stück aus. Aber ich habe jetzt trotzdem verloren. Also ich glaube, meine Katapulte one-shotten halt Schiffe. Ja, auf jeden Fall. Gegen die Masse auf jeden Fall. Aber ich weiß auch nicht, was baut man denn dagegen? Einfach selber oder was? Weil ja, egal, was ich am also Massen baue. Ich habe keine Ahnung, was da so der Hardcounter ist. Ich hab nur gesehen, halt, das ist halt eine... Also ich meine, so habe ich es auch in der Kampagne oft gespielt. So, du counterst halt so ein bisschen die Berittenen, die ja eigentlich reinrennen, noch hoffentlich genug überleben, weil du kannst halt dodgen. Ich meine, wenn die den ersten Schwung verfehlen an Munition, dann rennst du rein. Naja, ich glaube, ich hätte die quasi in 5 Dinge aufteilen müssen und dann aus 5 Richtungen angreifen. Ja, aber ich hatte halt hier alles dabei. Ich hatte auch noch Bogenschützen in der Mitte, so 10 Stück. Ja, das war einfach der Spam war halt real. Also das, was er da. Ich glaube, wenn ich diesen mittleren Fight, den wir hatten, ich dachte halt quasi, dass dadurch, dass du in deiner Base warst, bin ich ja an deine Fernkämpfer rangekommen. Ja. Und dann bist du hin und hast doch gekitet und die waren halt nicht tot. Aber in dem Moment kann ich ja doch nicht mehr wegrennen. Das heißt, ich habe halt gesagt, okay, ich skippe quasi, diesmal mache ich nur Kaserne und gehe dann sofort auf Stall und mach dann mit den Rittern quasi mit Belagerungswaffen mein Ding und habe deswegen quasi keine berittene Bogenschütze oder normale Bogenschützen gehabt. Das war halt einfach terrible so, weil die brauchst du halt. Du brauchst halt irgendwas, was werfen kann und da konntest du mich einfach rauskiten. Und wenn du den verlierst, ist es halt super schwer zurückzukommen, weil, naja, du stehst halt, du hast halt dann einfach eine riesige Base. Hast halt die ganze Zeit Chill in Mitte. Und ich verschwende ja übel viele Ressourcen in Burgen und so. Ich glaube, muss man halt echt aufpassen, ob das Wurf ist. No. Ja, ich beende jetzt mal die Aufnahme, ne? Ich hoffe, das Ganze ist gefallen. Waren wir fest. Ne? Ja, wir machen es auch fest. Haut rein, tschüss.